Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Kurs G. Ja, es wird vielleicht ein Zusammenschnitt, vielleicht nicht. Ich starte trotzdem aus der Lobby, weil mir das Ganze ein bisschen zu schnell geht, wenn die Runde startet. Und ja, ich mache einfach mal ein paar Runden Kurs G. Sind, glaube ich, die ersten auf meinem Kanal. Hab einfach Lust dazu. Und ja, ich hatte vorher schon viele Frame-Einbrüche und Lags. Mal gucken. Die Internet-Lags müssten jetzt behoben worden sein. Ich habe jetzt einfach mal Internet neu gestartet. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich behoben ist. Ich hoffe einfach mal. Weil es kann schon sein, dass ich teilweise mal für 10 Sekunden einfach einen riesigen Lag habe. Und das hoffe ich natürlich nicht. Den ersten haben wir. Nice. Okay, nice, den haben wir auch. Den haben wir auch. Nice. Das war nice. Aber die Sachen sind hier schon rausgeflogen. Naja, weil hier ist man instant down. Glaube ich, wenn man da hingeht, also wenn man ins Wasser da geht. Ja, ich bin gleich eh tot, weil ich kaum geilen Stuff hab. Aber ich habe nice Kills gemacht, dafür, dass es meine zweite Runde ist. Und ja, ich denke, die Runde werde ich auf jeden Fall nehmen. What the fuck? War das legit? Jetzt noch for realsies. Okay, ich rede schon wieder Paul. Ich bin so behindert, wie ich gerade rede. Aber war das legit? Fuck. Ach, keine Ahnung. Wird schon legit gewesen sein. Ich werde niemanden beschuldigen. Aber es sah echt nicht normal aus. Der hat auch besseres Gear. Ich würde sagen, gehen wir einfach mal in die nächste Runde. Das soll jetzt auch nicht die besten Runden werden. Aber ich habe schon mega nice Kills gemacht am Anfang. Deswegen werde ich die einfach mal drin lassen. Wenn ich jetzt direkt verkackt wäre, hätte ich es nicht drin gelassen. Aber so geht's ja, denke ich mal, klar, Leute. Ja, ich bin auch noch nicht eingespielt. Das soll jetzt auch nicht so sein, dass ich wirklich gewinne immer jede Runde. Eine Runde sollte vielleicht schon drin sein, hoffentlich. Aber selbst wenn nicht, wäre es auch nicht so dramatisch. So. Wir müssen noch ein Schwert finden. Wir haben so ganz relativ, ich sag mal relativ, wenn ein Kurs geht, ist es halt immer so, da kriegt man relativ schnell Stuff. Ich sag mal, wir haben relativ guten Stuff. Jetzt haben wir noch besseren, weil wir ein Schwert gefunden haben. Das ist nice. Das tun wir mal da rein, damit niemand anders es bekommt. Ja, so bin ich halt immer. Ist ja auch klar. Ich denke, ihr wollt lieber einen haben, der kein Schwert hat und euch dann nicht so einfach abstauben kann, als jemand, der ein Schwert hat und euch dann einfach abstaubt, wenn ihr gegen jemanden kämpft. Dann ärgert ihr euch, dass ihr das Schwert drin gelassen habt für den Typen. Weil so hätte er euch natürlich nicht abstauben können. Ich habe Angst, dass jetzt ich gleich hier jemand holt. Deswegen beeile ich mich immer ein bisschen. Ich habe jetzt wieder Frame-Einbrüche. Greifen mich hier immer an. Ja, okay, es hat mir ein bisschen Damage gezogen, aber nicht viel. Ja, der wird eh von hinten am Sturm kommen. Darauf habe ich keinen Bock. Ja, okay. Das wird fail werden. Das wird echt fail werden, diese Runde. Kann ich schon mal so sagen, weil, ja, es sieht nicht gerade sehr gut für uns aus. Okay, wir haben fast voll Iron und so ein Dingschwert, aber ich würde schon gerne noch ein Diabrustpanzer finden, bevor wir ins Deathmatch ziehen und das beginnt schon in 60 Sekunden. Weil mich jetzt gleich jemand überrascht, dann habe ich auch noch Low Life. Das sieht nicht gut für uns aus, aber vielleicht können wir auch sogar überleben, weil im Deathmatch ist es mit dem Abgestaube zwar schon heftig, aber dort leben ja weniger Spieler. Als gerade waren ja schon allein 4 auf einem Haufen. Also jetzt leben auch weniger Spieler, jetzt müsste das noch klar gehen, aber gerade sah es echt schlecht für uns aus. Wir sind aber gut entkommen. Es leckt nur zwischendurch einfach bei mir. Fragt mich nicht warum. Mal gucken, ich muss mal irgendwie gucken, ob ein neues Optifine rausgekommen ist. Oder irgendwie mal meine Grafikeinstellung überarbeiten, aber teilweise habe ich hier echt so einen Mikroruckler. Okay. Ja, ich bin nicht mit einer Angel gut, deswegen ich spiele jetzt auch nicht mit der Angel im Kampf, sondern laufen, macht das nur beim Laufen auch Spaß.
Und da ist sogar noch einer gestorben. Das heißt, wir müssen jetzt gegen den kämpfen. Da werde ich wahrscheinlich verkacken. Ja, okay, der hat besseres Stuff. Komm, flieg in die Lava. Ah, okay, jetzt will er raggen. Nice, wir haben ihn, GG. Oh mein Gott, das war geil, oder? Das war geil. Okay, manche Leute sagen jetzt normal, ne? Aber ich... Ja. Okay, er war sogar low. Naja, dann sorry an dieser Stelle. Aber wir haben gut gekämpft, muss ich sagen. Ja, no GG finde ich jetzt ein bisschen unfair. Boah, also ich habe wissen, dass du low bist. Hast du was geschrieben? Hast du nicht was geschrieben? Ach ja, typisch. Wenn er nicht schreibt oder noch nicht mal sagt, irgendwie fair oder so, ja, dann selber schuld, dann soll er sich nicht beschweren mit seinem No-GG. Ohne Spaß, wir gehen einfach direkt in die nächste Runde. Einfach uncut, ich würde sagen, das ist auch die letzte, wenn ich jetzt nicht direkt sterbe. Sonst ist das eine kleine Fail-Runde. Aber ich denke, die zwei Runden waren ganz nice, dafür, dass ich nicht eingespielt bin. Das muss man auch immer bedenken. Da ist ein alter Simon gewesen. Nice, da haben wir abgestaubt, muss ich sagen. Aber das gehört halt zum Spiel dazu. Wenn ich jetzt nicht abstauben würde, dann würde mich der gleiche irgendwann abstauben. Also, ja, abstauben gehört zum Spiel dazu. Ja, also ich denke, ihr würdet auch nicht Rücksicht nehmen auf andere. Und wenn ihr es macht, dann Props an euch. Aber das machen nicht viele. Also ich kann euch mit Sicherheit sagen, dass ich dann, wenn ich ihn in Ruhe lasse, spätestens im Deathmatch von ihm abgestaubt werde. Wenn ich gegen anderen kämpfe. Also Leute, da... Abschaum gehört halt zum Spiel dazu. Ah, okay, da... Das war echt mies. Das war mies. Ja, da... Sorry dafür. Ja, okay. Die Dia müssen wir nehmen. So. Helm haben wir immer noch nicht. Doch, haben wir eigentlich. What the... Nice, den haben wir auch. Oh mein Gott. Ich muss sneaken. Ich muss jetzt so ein... Ich sag mal ein wenig campen. Es ist jetzt kein richtiges Camp in dem Sinne, aber ich denke, ihr wisst, wie ich das meine. Das muss ich jetzt gerade machen, weil ich low bin. Also, dass mich niemand finden kann. Mich wird eh jemand finden mit meinem Glück. So, werfe ich weg, was werfe ich weg? Angel. Okay. Haben wir... Ja, weil wir haben eh noch eine Angel. So, zack. Was werfe ich weg? Was werfe ich? Oh, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße. Das war mega schlecht. Deathmatch startet aber gleich. Das war mega dumm. Das war echt dumm von mir, muss ich sagen. Ich habe zu lang sortiert und zu wenig mich umgeschaut. Aber ja, wir brauchen noch zwei jetzt zum Raggen oder zweieinhalb, besser gesagt. Dann sneak ich jetzt einfach mal und es ist diese Arena. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass es die mega große ist. Aber die geht klar, das ist wenigstens nicht die ganz, ganz kleine. Finde ich, geht noch klar. Ich gehe jetzt mal hier hin, weil da kann ich, falls die Leute so dumm sind, die in die Lava droppen. What the fuck, der trifft gut. Ja, okay, gut, das ist relativ wert. Ich mich halt einmal getroffen. Okay. So. Ich camp hier jetzt mal ein bisschen in der Mitte. Oh, da ist jemand kritisch. Der trifft zu gut. Fuck. Ich bin so low. Ja, okay. Ja, aber ich habe noch jemanden gekillt. Leute. Ja, also war jetzt gar nicht mal so schlecht, die Runden. Dafür, dass ich nicht eingespielt bin. Es war jetzt gerade mehr dumm zum Schluss, aber ich habe noch jemanden gekillt. Ja, also dafür, dass ich nicht eingespielt bin, muss ich sagen, war es gar nicht mal so schlecht.
Und ja, dann hoffe ich, euch haben diese Folgen gefallen. Oder diese Folgen, ich bin da, diese Runden. Ja, ich habe heute leider mal kein Thema angesprochen, einfach aus dem Grund, weil ich, ja, nicht so ein richtiges hatte. Minecraft kommt bald wieder. Ich habe es irgendwie nicht geschafft, es zu schneiden. Aber naja, wir können ja ganz kurz in die Community gehen, weil ich habe doch ein, zwei Themen noch gefunden, die wichtig erscheinen. Auf jeden Fall erstmal das, Minecraft kommt bald wieder. Das ist alles in Planung. Dann ist bald ein Projekt in Planung, wenn Minecraft endet, dass wir dann auf seinem Server ein anderes Projekt machen. Das ist auch noch alles in Planung. Ja, es sind auch generell viele Projekte noch in Planung. Zumindest zwei Projekte in Planung, die ich machen werde. Ja, und nebenbei kommen halt dann solche Sachen. Manchmal rede ich über Themen, manchmal nicht. Und ja, ich wollte eigentlich, hatte ich noch das Gefühl, ich wollte irgendwas ansprechen. Naja, ich weiß es nicht. Ah, genau, Bergwerk Labs ist in Closed Beta, das heißt für 4 Wochen können nur ausgewählte Menschen auf den Server, finde ich ziemlich schade. Ich weiß noch nicht, warum die es gemacht haben, es war doch alles perfekt. Aber egal, kann ich halt Flash erst in ein paar Wochen wieder spielen. Und ja, hoffe es hat euch gefallen, Flash kommt dann halt erst in ein paar Wochen wieder. Und ja, bis zum nächsten Video, haut rein und ciao Leute! Pium!